zu Dingsens. Haus zu Lager. Bräuchte ich eigentlich auch noch eine Verbindung. Ich meine, das Lager kann man ja sowohl von außen als auch von innen öffnen. Deshalb gäbe es da dann keine Probleme mit dem Rauskommen. Dann könnte die Tür auch immer zu bleiben. Ist die Frage mit dem Verknüpfen, entweder mache ich das einfach via Koordinaten oder ich hole mir dann einfach nochmal schnell X-Ray. Könnte ich natürlich auch machen. Aber ich glaube, ich mache das dann lieber mit Koordinaten. Dann kann mir keiner sagen, dass ich cheate. Also kann mir sowieso jeder sagen, aber heißt ja nicht, dass ich cheate, ne? Nur weil dort irgendjemand sagt, stimmt, hier müssen ja noch Treppen. Ach, egal. Den Turm mache ich später. So, ich mache jetzt erstmal hier das fertig. Wie viele Treppen brauche ich denn dann für den Turm? Ah, bestimmt noch anderthalb bis zwei Stacks oder so. Mindestens. Und ich weiß auch gar nicht, für das andere Dach brauche ich, glaube ich, auch ziemlich viele Treppen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Dach mache, aber ich glaube, mit Treppen baue ich das. Denke ich mal. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das bei dem. Warte mal. Das Dach ist aber. Okay, dann könnte ich das auch so machen. Schon wieder voll die Ideen, ne? Merkt ihr vielleicht schon? Merkt ihr vielleicht ja schon? Nein, das war einer zu viel. Aber das werde ich dann später sehen, wie ich das Dach mache. Obwohl, ich sollte, glaube ich, zuerst das Dach bauen, bevor ich das andere dann baue. Das Flachdach quasi. Also das, wie dann alle anderen Dächer sonst so ist, ne? Na, mal gucken. Erstmal hier und dann habe ich auch schon fast keine Steinchens mehr. Keine Ziegelsteine mehr. Aber das Dach an sich, ja, kann ich ja schon mal mit Dingsens planen. Mit Steinziegeln. Na, mal gucken. Na, doch, ein bisschen planen will ich jetzt schon. Ja, da würde ich auch so gern fliegen können und keine. Ach, egal. Kreativmodus ist so viel leichter, ne? So dezent, aber das ist. Würde ich halt hier im Kreativmodus spielen, quasi, ne? Dann würde ich so schnell die Lust daran verlieren. Das merke ich ja leider bei mir auch immer wieder öfter. Stimmt, eigentlich brauche ich die zweite Schicht Steine gar nicht. Außer halt da, ne? Dann nehmen wir uns mal die Steine. Warte mal, mal überlegen. Und bauen wir mal von hier an. Obwohl, ich würde sagen, da mache ich sowieso dann die Runde rum. Also ihr werdet, glaube ich, gleich sehen, wie ich das meine. Hoffe ich zumindest, dass ihr das gleich, dat, dann gleich sehen werdet, meine Güte. Kann ich wieder gut sprechen. Und zwar kommt hier nämlich dann einfach ein bisschen anderer Dachstil drauf. Ja, ich meine, der Stein muss weg. Also eigentlich muss er ja nicht weg, weil ich ihn später sowieso wieder hinbaue, aber erstmal für Planungsphase und so. So, die Steinchen kann ich eigentlich mal kurz wieder wegnehmen. Ein bisschen Steine sparen und so. Und so weiter. Den Stein dann auch, diesen einzelnen. Jenen welchen? So, ich überlege gerade nur, ob ich. Warte mal, ab welcher Höhe? Doch, müsste schon ab dieser Höhe müssen eigentlich schon Steine, ne? So. Und dann, ah, da muss ich aber erstmal gucken, wie ich das am besten ansetze. Ah, Mann, ich muss aber so viel gucken. So, rein hypothetisch. So, hier würde zum Beispiel jetzt das Ding, dann würde hier dann und so, ne? Jetzt natürlich gar keine Half Steps mit. Könnte ich euch mal kurz holen, wa? Das ist nicht so der weite Weg. Ah, warum bin ich denn nach hier runtergesprungen? Jetzt muss ich erst wieder ewig rauslaufen, ne? Ich glaube, hier, ne, die Fenster sind ja auch alle zu mittlerweile. Es regnet rein. Es soll nicht reinregnen. Ja, doch, eine Verbindung zum Lager wäre schon nicht schlecht. So, die Frage, wo, ne? Da sind überall Kisten. Da müsste ich ja das Lager umbauen. Oh, ich will das Lager nicht umbauen. Aber könnte ich echt machen. Dann mache ich halt die letzten vier Kisten da hinten. Ein bisschen. Ich werde euch gleich zeigen, wie ich das meine. Falls ihr es nicht schon verstanden habt. Kann man ja nie wissen. Moment. Lauf schneller.
doch was erklären. Ach, hier meine coole Cobblestone-Farm. Mittlerweile weiß ich auch besser, wie man das macht mit dem Lava und Wasser zusammenfließen und so. Bin ich da ein bisschen dumm angestellt. Mal kurz die Tür zu. Also ich denke mal, dass ich dann einfach da hinten die Wand rausreißen würde. Und dann einfach da eine Tür hin. Ich bin ja eigentlich schon quasi direkt unter. Okay, ich weiß nicht, ob ich direkt unterm Haus bin. Aber ansatzweise schon, ja. Ach, wenn ich schon mal hier bin, gehe ich gleich mal schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Ich mir mal kurz Tee nach. Die Tasse ist schon wieder leer. So, wartet. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich muss da nur sehr konzentriert hingucken. Das ist äußerst wichtig. Ja, wichtig, ey, was ich hier da für Sprachfehler habe, ne? So. Ich hätte jetzt gerne ein paar Halfsteps. Die da reichen vielleicht nicht ganz, aber erstmal ist ja nur um zu gucken, wie und wo und wer. Habe ich hier noch ein paar über? Jawohl. Danke. Nein, so. So, dann geht die Tür wieder auf. Ich mache die Tür jetzt einfach mal von außen zu, einfach um zu zeigen, dass das ja auch immer noch geht. Ich glaube, das war zu, ne? So, da ist kein Lager. Ach, aha. Ach, das ist der andere Schalter, okay. Vor allem, die ist auch so super eingerichtet, die Bude hier, weißt du? Hauptsache ein Fernseher und Sofa, obwohl der Fernseher ein bisschen nahe steht, wa? Na egal, später mehr. Oder so. Ja, da muss ich halt nur noch den Turm machen, irgendwann. Irgendwann. Aber nicht jetzt. Da habe ich jetzt keine Lust zu. So, nochmal kurz gucken, wie genau das Dach hier war. So, ne? Gut. Gut. Da ist ein Zombie ohne Kopf, aber mit Helm immerhin. Auch cool. Ja, das ist Zombie-Fleisch, habe ich richtig gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bräuchte vielleicht ein paar neue Fackeln, aber ja, habe ja keine Kohle. Keine Kohle. Auch noch mal kurz gucken. So an sich, ja, ist die Front ja schon fast fertig. Schon geil. Also ich weiß noch nicht, vielleicht sollte ich sogar auch hier den Kubus davon noch ein bisschen höher machen. Ja, Kubus, keine Ahnung, ne? Aber nee, ich glaube, das ist dann zu doof, weil ich den Turm jetzt auch nicht so übertrieben. Also den Turm, der soll das höchste beim Haus werden. So ziemlich. Wenn ich jetzt hier jetzt noch höher mache, dann müsste ich den Turm auch wieder höher machen. Ach und nee und nee, das wäre doof. Das wäre schon irgendwie doof. So. Also, fangen wir mal an. Warte mal, ich weiß gar nicht genau, wie weit und so, aber. Fangen wir einfach mal ab hier an. Und dann bis ein Stückchen zumindest, aber nicht ganz so weit halt. Jetzt nur Angst hier runterzufallen. Ich bin gerade so mega vorsichtig. Wenn man eventuell merkt. Oh, ich hoffe, ich vergesse nachher nicht, das Spiel leiser zu machen. Ich glaube, ich bin zu weit. Verdammt! Ich glaube, die Musik ist etwas zu laut. Geil, habe ich sogar noch gekriegt. Mindestens eins zumindest. So, wie weit? Ja, ich glaube, so weit, ne? Wenn nicht sogar eins weiter vielleicht noch maximal. Dann müsste ich jetzt eigentlich hier nochmal gucken, wie weit ich das mal gemacht habe. Okay, mit bis über die Balken habe ich es hier gemacht. Das heißt, das machen wir da dann auch. Das machen wir da dann auch tun. Ach so, ja, natürlich, klar, ne? So, hier müssen natürlich auch noch die Dinger hin. So, dann nimmt das hier alles doch mehr oder weniger Gestalt an. Bestimmt. Bestimmt. Also, über die Balken kommt das quasi auch noch drüber. Nein, weg damit. So, hier, meins. Her damit. Ja, ich weiß, ich kann mich auch nicht entscheiden. Weg damit, her damit. Der Block war bestimmt sehr verwirrt, aber egal. So. Also das Dach werde ich jetzt sowieso noch nicht zumachen. Sollte ich nämlich auch noch nicht, weil ich hier noch Elektrik und so hinpacke. Habe ich ja eine Fackel vergessen? Ne, sah gerade so aus, als ob ich ja die Fackel vergessen hätte.
So. Mal sehen, ob die reichen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Äußerst gespannt. Aber ich schätze mal, sie reichen nicht ganz. Obwohl, ich habe noch 51. Ich dachte, das wäre jetzt schon der zweite Stack gewesen. Ja, dann reichen die. Was ist da eigentlich für ein Block, ne? Oder ist es einfach nur von irgendeinem Hügel? Egal. Ich wollte nur mal kurz darauf aufmerksam machen, dass ich das gesehen habe. Und mehr auch nicht. So. Und dann noch bis hier, ne? Das heißt, warte mal, da muss ich. Ach ja, genau. So können wir das natürlich ganz gut machen. So, jetzt so kurz abziehen. Warte, 1, 2, 3, 4, 5. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Ah, ich müsste dann die Dinger doch noch weg. Ja, nämlich kann ich ja mal wieder wegmachen, die Steine. Und dann hier so, ne? Obwohl, natürlich, die müssen ja nicht unbedingt. Ich glaube, die. Dafür ist es dann zu flach, aber an sich, ne? So, nach dem Prinzip wird das jetzt hier nämlich funktionieren. Ich glaube, ich baue. Ja, doch, hier machen wir das einfach so. Dann bräuchte ich natürlich wieder normale Treppen für. Warte, hier, 1, 2, 3, 4, 5. So. Egal, machen wir erstmal kurz diesen da. Weil hier wenigstens mal ein bisschen gucken können. Zack. So. Da müssen natürlich auch noch Fackeln hin und sonst sowas und ne und alles und aber ja, ich bin bald fertig hier, hundertprozentig bald fast ein bisschen irgendwie. So. Nein, Hadl, 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 genau. Ja, ich werde gerade wieder etwas stiller. Ich werde zu Ben Stiller. Ahaha, nein. Ich will jetzt gar nicht erst mit diesen Flachwitzen anfangen, die sind einfach so nervig irgendwie. Finde ich zumindest. So, schnell hier hoch. So, nun mal rein hypothetisch, mal überlegen. Ich habe ja quasi mal den äußeren Rand des Daches mit den Dingern gemacht. Ah, vielleicht sind die beiden hier doch ein bisschen weit. Na, mal gucken. Das heißt, wo sollt ihr denn der. Wenn, dann müsste das ja schon hier so hin, ne? Oder ist das zu viel? Das müssen wir mal gucken. Warte mal, ich bin jetzt gerade voll verwirrt. Und zwar werde ich jetzt einfach hier quasi vier Giebeldach bauen. Ich glaube, das heißt so, ich bin nicht ganz sicher. Aber wie mache ich das dann? Das müsste ja, dann fängt es hier an. Und dann geht das so. Reicht das? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich müsste der sogar noch einen weiter nach außen. Sonst. Oder warte mal. So, rein hypothetisch. Da ist jetzt quasi hier. Ist ja auch blöd. Ah, das geht ja gar nicht. Da muss da halt ein Ziegelstein hin. Und dann kommt da halt. Ne? Dann halt so. Ja, das sieht jetzt schon sehr schön aus, ich weiß. Oh, ich brauche noch sehr, 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 sehr viele. Ja, sehr, sehr viele. Nichts weiter. Guck mal, weißt du, sieht man doch sowieso nicht, was hier ist. Dann kann ich den da auch wegnehmen. So. Theoretisch ist es also so. Ja, vielleicht wird das Dach auch nicht so cool wie vielleicht andere, aber ich mache das jetzt einfach mal so.
Wenn es mir nicht gefällt, dann reiße ich es irgendwann mal wieder ab, so in 20 Jahren oder so. Keine Ahnung. Wo dann die Fenster und so weiter alles reinkommen, werden wir auch noch später sehen. So, die Steine nehme ich auch noch mal kurz weg. Die irritieren mich doch schon ein bisschen zumindest. Ach, so, gut. Also die Ecke freilassen. Ach, jetzt wäre ich so gerne im Kreativmodus, ne? Vor allem, wenn es nicht passt, dann nimmst du einfach die Hand und klopfst alles zu Brei. Das ist das Schönste daran. So. Eigentlich. Eigentlich müsste das Dach ja sogar noch einen Überstand haben, und zwar bis hier rüber stehen. Egal, ich baue das jetzt erstmal so. Falls ich noch eine Schicht, also falls es weiter nach außen muss, irgendwie oder so, dann muss ich einfach nur eine Schicht hier rüber gehen und rüberziehen. Nein, das war ja zu viel. Dann ist das ja auch nicht so schlimm. Immerhin komme ich, wenn ich hier einfach so ganz normal nach oben baue, ja immer wieder nach oben. Denn einen Block hoch kann ich ja springen. So. Obwohl, dann halt würde ich. Ah, fuck, das Dach wird doch ziemlich. Auf den Turm muss noch eine Etage drauf. Beziehungsweise da kommt da noch eine Etage drauf. Die Treppe geht ja bis nach da oben. Okay, gut, dann ist ja gut. Ich habe mir überlegt, da mache ich hier vielleicht in die Mitte des Daches auch noch einen Turm. So. Ne? Sieht zwar jetzt ganz einfach aus, aber. Also ganz simpel, also, ne? Aber das wird schon. So, dann verbrate ich jetzt noch schnell alle Steine und ich denke mal, dann reicht das auch für die Aufnahme. Dann habe ich genug gebastelt für heute. Wie Steine habe ich denn noch? Okay. Wenigstens noch ein bisschen. Wäre auch dumm, wenn ich jetzt nur noch die zwei, drei Steine hätte hinpacken können, dann wäre auch schon wieder aus gewesen. Ich meine, hätte zwar von der Zeit gepasst, aber na egal. Wird die letzte Folge jetzt ein bisschen länger. Warte mal, ich. Oh. Das ist jetzt schon Folge 722, kann das sein? Weiß ich gar nicht. Das ist auch immer irgendwie so krass. Ich meine, du hast dann gerade Folge 700 fertig. Und denkst dann so, ja, ich habe ja noch Zeit bis Folge 800. Na gut, theoretisch ja 100 Tage. Plus minus bei mir eigentlich immer noch ein bisschen plus, weil ich ja ab und zu mal was versemmel. Deshalb die Folgen später kommen. Oder halt mal aussetzen oder so. Ich muss eigentlich nochmal eine Facebook-Seite irgendwann machen und dann halt immer, dass ich dann benachrichtigen kann, wenn mal eine Folge nicht kommt oder so. Na, auf jeden Fall, und dann nimmst du, weißt du, dreimal auf. Theoretisch hättest du ja mal so gesagt, dreimal aufnehmen. Sind ja schon wieder 24 Folgen. Hast du schon fast wieder ein Viertel bis zu Folge, bis zur nächsten 100er Folge fertig, ne? Das ist immer voll krass. Und irgendwie denkst du dann, hör, ich habe ja fast gar nichts geschafft. Und dann guckt man zurück und doch hat sich schon was verändert. Immer so alles, ne? Es ist sowieso immer so, wenn alles so Schritt für Schritt geht. Habe ich auch gemerkt, wir haben auch ein paar Haustiere zu Hause, also Hund und Katze. Und beim Hund hat man es richtig gemerkt. Ich war dann irgendwie mal. Also, als wir den Hund neu hatten, die Hündin neu hatten, also die neu hatten, wenn ich das von vielen, ne? Egal. Da hatten wir die halt neun, da war ich halt irgendwie mal weg für, ich glaube, ein, zwei Wochen. In der Zeit war ich schon mega groß geworden, so ziemlich viel gewachsen. Aber das hat man halt, habe ich halt nur gemerkt, denn sonst war ich ja immer da, als sie permanent gewachsen ist und habe halt immer jedes kleine Schritt mitgenommen, also mitgekriegt und es hat sich dann nicht wirklich verändert. Vielleicht dann irgendwann so denkst du ja, ja, vielleicht war es mal kleiner, aber krass ist es dann wirklich, wenn du mal längere Zeit nicht da bist und dann, ne, ist ja immer so mit Sachen. Also jetzt nicht mit Sachen, dass alle wachsen oder so, sondern einfach mit Sachen, die sich verändern, was man dann gar nicht denkt oder so, ne? Na gut, bei den Haaren wollte ich jetzt als nächstes Beispiel anbringen, weil meine Haare auch langsam mal wieder abmüssen. Aber an sich wachsen die ja schon recht schnell, aber beständig. Gut, ich merke bei mir dann schon halt irgendwann, wenn sie wieder zu viel sind. Oder wenn ich an sich wieder ziemlich viel Haare auf dem Kopf habe. Aber ansonsten, weißt du, da mal rein hypothetisch, du hast vor einem Monat das letzte Mal jemanden gesehen. Letztlich gerade die Haare geschnitten gehabt und dann triffst du den halt den Monat später wieder und auf einmal sind die halt viel länger, ne? Ist ja klar so, aber ja. So, dann können wir uns mal kurz angucken, wie das denn aussieht. Okay, natürlich genau in der Ecke, wo man es am besten sehen würde, bin ich noch nicht fertig, aber egal.
Aber egal. Das können wir gleich nochmal von den anderen Seiten. Aber ich denke mal, das ist recht akzeptabel. Ja, kann man machen. So, guck mal, von der Seite sollte man es auch recht gut sehen. Also dann von unten vielleicht sogar. Mal gucken. Ja, wenn da noch die ganze Verzierung und so dran kommt, ich denke mal, das geht dann schon. Passt. Na, das Dach müsste vielleicht sogar spitzer sein. Aber ne, noch spitzer wäre, dürfte es jetzt schon quasi doppelt so spitz zulaufen wie die anderen Dächer immer, weil es ja nicht Half-Step sind, sondern Dingsens. Ach, jetzt muss ich extra die Tür wieder aufmachen, hätte sie mal nicht zugemacht. Na egal, aber ja. Aber an sich, ja, doch, der Turm muss dann noch einen höher. Also da kommt ja noch eine Etage drauf, wo dann, da soll dann ja mein Schlafzimmer hin, würde ich sagen. Hätte ich mal sagen, tun, aber als allererstes, oder zunächst sage ich erstmal als allerletztes eigentlich, sage ich ja. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.